dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen, zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Brin Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute schreiben wir den 23. Oktober 2016, noch 8 Tage, und wir haben wieder Reformationstag, das heute in der Welt leider so oft missbraucht wird für das heidnische, satanische Fest von Halloween. Und ich glaube selbst, dass eine ganze Menge von den Leuten, die sich Protestanten nennen, ebenfalls an diesem Fest teilnehmen werden. Das Halloween-Fest, nicht das Protestantenfest, das Gedenken an beinahe 500 Jahre Martin Luther 1517. Da habe ich ja mal eine interessante Serie drüber gemacht, Luther 2017. Das Video heute heißt Das Tempo der ökumenischen Entwicklung und handelt von Kapitel 17 des Buches Alle Wege führen nach Rom. Evangelikale, wohin? Das ist ja eine Frage, die man im Grunde schon am Anfang des Buches beantworten kann. Die Evangelikalen gehen eben dahin, wo sie hingehen sollen, nach Rom. Was mir aufgefallen ist in diesem Buch, das habe ich vorhin auch in Englisch gesagt, ich glaube, war auch am Anfang meiner Lesung. Was mir aufgefallen ist in diesem Buch, wenn wir über die evangelikale Bewegung sprechen, über die ökumenische Bewegung, also die Evangelikalen, die sich wieder Rom anschließen wollen. Wenn man so durch das Buch durchblättert, ich bin jetzt auf Seite 187. Wo geht es jemals bei den Besprechungen, die die römisch-katholische Kirche, zusammen mit den sogenannten Protestanten führt, wo geht es da jemals um die Bibel? Ist euch das mal aufgefallen, dass das im Grunde gar nicht vorkommt? Die Bibel sollte für jeden, der sich Protestant nennt, die Basis seines Gewissens, die Basis seiner Autorität sein, wenn er Dinge über Glauben spricht, wenn er über Doktrin spricht. Und wir sprechen hier immer über Anpassung von Doktrin und Dogmas von der römisch-katholischen Kirche und.
Und wie sie sich alle dem anpassen, anstatt sich auf auf ihr eigenes Credo berufen zu können. Die Protestanten, die gesagt hatten, in der Zeit damals von Martin Luther davor und teilweise eben auch noch einen ganz großen Teil danach, die letzten 100 Jahre kaum noch, die gesagt haben, sola scriptura, das ist unsere Autorität. Sola scriptura. Fünf Prinzipien des Protestantismus, die man sich mal in sein Gedächtnis rufen sollte. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus und alle Ehre an Gott. Ja. Das Tempo der ökumenischen Entwicklung, das eine ganz schön große Geschwindigkeit annimmt, weil Satan weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Auch in dieser Hinsicht. Auf Seite 187 im Buch fahren wir fort. Wenn die Stimmen der Alarmgeber recht haben, gilt es, keine Zeit zu verlieren. Der Alarmgeber. Wer sich daran erinnert, ich habe gerade heute vor einer halben Stunde ein Video hochgeladen, ein kleiner Leseausschnitt aus Kapitel 16, das ich genannt habe Protest. Ein Video von noch keinen 10 Minuten. Schaut euch das mal an. Die Alarmgeber. Das ging zurück aus, ja, halt Kapitel 16 und Kapitel 16 ging um, wie heißt das hier? Das waren ziemlich warnende Stimmen. Ja. Also wenn die Alarmgeber recht haben, gilt es, keine Zeit zu verlieren. Ja, die Warngeber. Henry Gretton Guinness, H.C. Spurgeon, J.C. Ryles und MacLean habe ich da zitiert. Die Church of England war so sehr mit dem emotionsbeladenen Thema der Frauenordination beschäftigt, dass sie auf der Lambeth Conference 1988 die Sendzweck-Erklärung des Vorjahres bestätigte und damit die Reformation und ihre festen Glaubensgrundlagen aufgab. Gut verstanden? Die Kirche von England war so sehr mit dem emotionsbeladenen Thema der Frauenordination beschäftigt, dass sie ihre festen Glaubensgrundlagen aufgab und die Reformation, auf der sie sich aufgebaut hatte. Ablenkung, kann man das nennen. Und wenn man halt die Bibel als seine Basis nimmt und man spricht über Frauenordination, ja, dann braucht man da gar nicht groß diskutieren, ne? Das Jahr 1988 mit all seinen Gedenktagen, die uns an unser großes biblisches Erbe erinnern und an Gottes Gnade, mit der er die Nation vor der Tyrannei falscher Religionen bewahrt hat, könnte sich ironischerweise sehr wohl für den Protestantismus und die Reformation als das Jahr der Entscheidung erweisen. 1988 mit all seinen Gedenktagen. Man gedenkt 1988 zum Beispiel 1588, die von Vatikan befohlene, vom spanischen König ausgeführte, geplante Invasion der spanischen Armada auf das protestantische England, die durch Gottes Eingreifen verhindert wurde, und 1688 mit der glorreichen Revolution, als England wirklich durch und durch gefestigt protestantisch wurde. Einmal knapp 400 Jahre und einmal knapp 300 Jahre zurück. Nun, Schritte zur Vereinigung der anglikanischen und der römischen Kirchen könnten jetzt sehr schnell aufeinander folgen. Obwohl sich angesichts einer so einmütigen Übereinstimmung unter anglikanischen Führern der Vatikan bedeckt gibt und auf Schlussvereinbarungen wartet, die seinem unwandelbaren Standpunkt noch näher kommen. Das ist der Punkt. Der unwandelbare Standpunkt, die Unveränderbarkeit Roms. Es geht darum, dass Verhandlungen, sogenannte Verhandlungen, stattfinden, wobei eine Seite nie und die andere Seite immer nachgeben muss. Das muss man eben einfach mal verstehen. Seinen
unwandelbaren Standpunkt noch näher kommen. Dem römischen Standpunkt müssen die anderen näher kommen, weil Rom verändert sich nie, hat sich nie verändert, verändert sich nicht und wird sich auch nicht verändern. Einigkeit an der Spitze darf nicht schneller vorrücken als Übereinstimmung an der Basis. Wenn die Spitze dazu schnell schießt, dann kommt die Basis nicht mehr mit. Aber mal eine ehrliche Frage, was ist denn bitte schön die Basis? Im Englischen sprechen wir von der Grassroots. Ja? Das finde ich totalen Blödsinn. Weil die Mitglieder, diejenigen, die die Kirchen auf diesen Bänken die Plätze füllen, die werden da überhaupt nicht gefragt. Wenn wir hier sprechen über Spitze und Basis, dann ist mit der Basis sind die Priester am Ende gemeint. Die Priester und die Pastoren, die sind gemeint. Die Schafe, die nur in die Kirche kommen, um sich die Predigten dieser sogenannten Pastoren oder Priester anzuhören, die werden doch gar nicht gefragt. Die werden doch gar nicht gefragt. Und wenn sie gefragt werden, dann wird mit dem, was sie sagen, wird das nicht berücksichtigt. Das ist genau wie bei Umfragen, weißt du? Über Umfragen kommen wir nachher nochmal. Da habe ich noch einen schönen Kommentar im Englischen gegeben, was mir das gleich auch nochmal einfällt, wenn ich das in Deutsch lese hier. Also jedenfalls, Einigkeit an der Spitze darf nicht schneller vorrücken als Übereinstimmung an der Basis. Erzbischof Runcies Einwilligung in das Konzept vom päpstlichen Suprimat, also der Vorrangstellung des Papstes in der römisch-katholischen Kirche, und seine begeisterte Ankündigung in Rom im September 1989, die beiden Kirchen hätten sich, Zitat, zwecks späterer Heirat verlobt, Ende Zitat, riefen bei vielen Menschen innerhalb der Kirche und des Landes geschockte Reaktionen hervor. Also der Erzbischof Runcie sagt, er hätte seine Kirche, für die er als Bischof dann spricht, in dem Augenblick verlobt mit der römisch-katholischen Kirche, zwecks späterer Heirat. Ja, man verlobt sich immer nur, wenn man beabsichtigt zu heiraten, ne? Eine Verlobung ist ein Eheversprechen, ja? Und deswegen, logischerweise, ist eine Verlobung immer mit einer späteren Heirat verbunden. Die Leute der Kirche und des Landes haben doch tatsächlich geschockte Reaktionen gehabt zu dem Zeitpunkt. Na, wie schockierend waren denn diese Reaktionen? Ja, wohl nicht so schockierend, als dass man gesagt hätte, Stopp, Einhalt hier und bis hierher und nicht weiter. Wir wollen keine Einheit mit dem römischen Katholizismus. Wir wollen keine Einheit mit der Kirche Satans. Wir wollen keine Einheit mit dem Antichristen. Na, so weit sind sie nicht gegangen. Auf der überlokalen Ebene bedarf es vorerst einer Ruhepause nach diesem Zitat. Das erinnert mich so an Juncker, der damals sagte von, wenn wir in der Europäischen Union was erreichen wollen, wir stellen was in den Raum und wenn kein großer Aufschrei kommt, dann gehen wir noch einen Schritt weiter und wenn ein Aufschrei kommt, gehen wir einen Schritt zurück und danach gehen wir wieder zwei Schritte vor. Das erinnert mich genau an dasselbe. Auf der überlokalen Ebene bedarf es vorerst einer Ruhepause. Das heißt, der Bischof schmeißt mal so in den Raum von, ja, hey, guck, wir haben uns verlobt mit der römisch-katholischen Kirche, was mit anderen Worten heißt, wir haben ein Versprechen zur Heirat gegeben. Und wenn die Leute aufschreien, dann ist eben mal ein bisschen Ruhe und danach machen sie weiter, genauso wie vorher. So funktioniert das all die Jahre durch. Und ich meine, wir lesen ja jetzt hier gerade Geschichte, also in der englischen Lesung kommen die Bilder wohl ein bisschen später ins Video, deswegen kommt das jetzt hier nicht ins Video rein. Aber ich muss das jetzt mal hier eben erwähnen, im Deutschen. Das Buch ist ja 1993 erschienen. Und 1999 ist ja der große Verrat der Lutheraner an ihrer Politik, an ihrem Dogma, an ihren Dogmen, an ihrem Glaubenssystem passiert. Dadurch, dass die weltweite lutheranische Föderation zusammen mit der römisch-katholischen Kirche eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre abgegeben hat. Den Link davon von der vatikanischen Seite natürlich werde ich in die Beschreibungsbox des Videos einverlinken, könnt ihr euch anschauen. 1999 hat die römisch-katholische Kirche einen Vertrag unterzeichnet mit der Lutheranischen Weltweiten Föderation zu einer gemeinsamen Erklärung der Rechtfertigungslehre des Glaubens. Tja,
Und ausgerechnet, an welchem Tag war das, denkt ihr? Richtig. Reformationstag, 31. Oktober 1999. 18 Jahre vor dem 500. Jubiläumstag von Martin Luthers Thesenanschlag an die Kirchentür in Wittenberg. 18 Jahre zwischen 1999 und 2017, nächstes Jahr. 18 Jahre. 6, 6, 6. 3 mal 6 ist 18. Zufall? Nee, glaube ich nicht. Alles Absicht. Und 2004 übrigens haben die Methodisten denselben Quatsch unterzeichnet. Und ich habe dazu in Hour of the Truth, also Stunde der Wahrheit, den ersten Sendungen, die ich damit gemacht hatte, damals unter der Leitung von Walt Stickel noch, in Talkshow, in der Radiosendung, zusammen mit Tom Fraess drei Sendungen gemacht. Die erste war schon 2 Stunden lang, wo wir ein Papier analysiert haben, das Richard Bennett zu dem Zeitpunkt dazu geschrieben hat. Richard Bennett hat diese gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, dem Vertrag zwischen der römisch-katholischen Kirche und der weltweiten Lutheranenföderation, genau analysiert. Und wir haben uns in 3 Sendungen die Arbeit gemacht, das zu analysieren und bekannt zu geben und den Leuten verständlich zu machen, was das nun eigentlich heißt. Und zu fragen, wo ist denn der Protest, den ihr in eurem Namens, den ihr in eurem Namen tragt, wenn ihr sagt, dass ihr Protestanten seid? Was protestiert ihr denn dann? Wo ist denn dieser Protest noch, wenn ich eine gemeinsame Rechtfertigungslehre habe mit der römisch-katholischen Kirche, mit dem Antichristen? Gute Frage, ne? Also wer Englisch kann, den rate ich an, dass er sich das mal anschaut. Hour of the Truth, The Catholic Lutheran Accord, 3 Teile. Und wer kein Englisch kann, ja, der muss sich halt mal selbst die Arbeit machen, durch das römisch-katholische Papier der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre durchzuarbeiten. Das ist vielleicht mal ganz interessant. Also fahren wir eben fort hier in dem Buch. Ne? Also nach der Absichtserklärung des Erzbischofs Runcies, sich zu verloben mit der römisch-katholischen Kirche, muss auf der überlokalen Ebene jetzt erstmal eine Ruhepause geben, weil da ist die Spitze wohl der Basis ein wenig vorgeschossen. Auf der lokalen Ebene dahingegen gibt es keine solche Pause. Dort hat der interkirchliche Prozess und das Jahrzehnt der Evangelisation freien Lauf. Und das Tempo der ökumenischen Bewegung ist atemberaubend. Örtliche Bündnisse mit der römisch-katholischen Kirche werden landauf, landab zugesichert und sogar unterzeichnet. Tja, solche Bündnisse stehen der strengen Warnung in der Bibel entgegen, wo es in Jakobus Kapitel 5, Vers 12 doch heißt, Zitat: Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Ende Zitat. Wir wollen nicht das Gericht. Wir wollen Gnade als Christen. Ein bedeutendes Beispiel für die genannte Entwicklung ist die Unterzeichnung des Koalitionsbündnisses für Erweckung in Washington, D.C. im Juli 1986. Die Verpflichtung zur Einheit, unterzeichnet von Männern wie Bob Mumford, John Wimber und den Reconstruction-Führern Gary North und R.J. Rush Dooney, sieht eine Nicht-Angriffspolitik in Lehrfragen vor und definiert Grundlagen für Gemeindeleiter und Tausende von Gemeinden in Amerika. Eine Nicht-Angriffspolitik in Lehrfragen. Ja, die Deutschen haben ja Erfahrung mit Nicht-Angriffspakten, ne? Was ist denn eine Nicht-Angriffspolitik in Lehrfragen? Das heißt, dass man niemals die Doktrin, die Dogmen der römisch-katholischen Kirche auch nur anzweifeln darf. Dass man da eben keine Fragen drüber stellen darf, genau wie man keine Fragen über den Holocaust stellen darf. Und genauso darf man auch die römisch-katholische Kirche nicht anfallen. Führt in den Verhandlungen zur selben Konsequenz. Nämlich man wird gebrandmarkt und ausgeschlossen vor zukünftigen Verhandlungen. Und dann ist man eben ein getrennter Bruder, wie es heute heißt, anstatt wie früher ein Ketzer, wo noch deutlich geschrieben stand, wofür das steht.
Nicht-Angriffspakt, ja? Nicht-Angriffspolitik. Ähnliche Nicht-Angriffsrichtlinien gelten für die großen Konferenzen des Internationalen Charismatischen Rates für Weltevangelisation, wie beispielsweise die Konferenz in Brighton 91, über die sprachen wir ja schon ganz am Anfang dieses Buches. In Städten wie Coventry, Winchester und Guildford hat Churches Together, also Kirchen zusammen, die große Mehrheit der Kirchen durch ökumenische Bündnisse, Sonderveranstaltungen, Predigertausch, gemeinsame Gottesdienste, ökumenische Missionen und verschiedene Jugendveranstaltungen zueinander gebracht. Die gemeinsame Nutzung von Kirchen durch Anglikaner und römische Katholiken, schon seit Jahren praktiziert, bekam durch den Interchurch-Prozess neue Impulse. Also mit anderen Worten, eine römisch-katholische Kirche teilt sich dasselbe Gebäude mit einer protestantischen Kirche, oder wie muss ich das hier sonst verstehen? Die gemeinsame Nutzung von Kirchen durch Anglikaner und römische Katholiken. Gibt es da nicht auch in Deutschland so einen Fall, glaube ich, so eine Kirche, die von dem einen von den anderen gebraucht wird? Und außerdem erinnert mich das auch wieder an das Haus des einen, was sie da wohl in Berlin bauen wollen, für die eine Weltreligion, für den Chrislam, wo ja Christen, also sprich Katholiken, und Islamisten, also Muslime und Juden zusammen beten sollen. Das ist ja auch so ein gemeinsames Haus. Die gemeinsame Nutzung von Kirchen durch Anglikaner und römische Katholiken. Ja, die ja, müssen sie nur noch die Hälfte der Kirchen bauen, ne? Oder doppelt so viel, weil doppelt so viele Leute kommen. Aber können sie dann gemeinsam nutzen. Schon seit Jahren praktiziert, steht hier. Naja, angesehene christliche Organisationen wie Scripture Union und die United Bible Society haben ihren Namen mit diesem Werkzeug der Ökumene verbunden und leisten ihren Beitrag zur ökumenischen Mission im Rahmen des Jahrzehnts der Evangelisation. Na, da muss ich doch mal eben etwas kommentieren. Da kann ich ja gar nicht anders. Wenn es eine Organisation gibt, die sich Scripture Union nennt, also Union der Schrift, und United Bible Society, also United ist, jetzt komme ich auf das einfachste englische Wort nicht, Vereinigte Bibelgesellschaft, ja, die haben sich der Ökumene verbunden und leisten ihren Beitrag zur ökumenischen Mission im Rahmen des Jahrzehnts der Evangelisation. Das heißt, dass sie genau das Gegenteil tun von dem, was eigentlich ihren Namen trägt, oder? Scripture Union und United Bible Society sollten doch eigentlich dafür stehen, dass sie das Wort Gottes aufrechterhalten, oder? Union der Schrift, ja, Scripture Union, Einheit der Schrift. Die Schrift ist unveränderlich, Gottes Wort ist unveränderlich. Wer etwas zufügt oder hinwegnimmt, der ist nicht geschrieben, dieser Name findest du nicht geschrieben im Buch des Lebens. Also Gottes Buch, Gottes Wort uns gegenüber ist unveränderlich. Und die United Bible Society, also die Vereinigte Bibelgesellschaft, wie können die daran arbeiten? Wie können die sich mit der Ökumene verbinden und ihren Beitrag zur ökumenischen Mission leisten, außer sie verleugnen ihren Namen, den sie tragen. Außer sie verleugnen die Bibel. Außer sie verleugnen das, was Gott gesagt und geschrieben hat in seinem Wort. Geht doch gar nicht anders. Hört mal zu, es geht lustig weiter. Interkirchliche Hochzeiten. Bis vor 20 Jahren eine Seltenheit, also bis Anfang der 70er Jahre, bei denen häufig prominente Katholiken im Rampenlicht standen, führten zu Bildung von ökumenischen Gruppen und beschleunigten die ökumenische Bewegung. Interkirchliche Kommunitäten teilen mönchisches Leben, Abgeschiedenheit und geistliche Übungen miteinander. Ach ja? Interkirchliche Kommunitäten teilen mönchisches Leben, Abgeschiedenheit und geistliche Übungen miteinander. Also mönchisches Leben steht nicht in der Bibel, Abgeschiedenheit steht nicht in der Bibel und geistliche Übungen stehen nicht in der Bibel. Und das alles, dazu trägt der Interchurch-Prozess bei mit der Scripture Union und der United Bible Society, wie wir gerade gelesen haben. Wo bleibt da bitte schön das Wort Gottes, wenn nicht auf der Strecke?
Weiter geht's mit Pilgerfahrten zu viel gepriesenen ökumenischen Kommunitäten wie Thaïs in Frankreich, gewinnen in allen Teilen der anglikanischen Kirche an Beachtung. Wo steht denn sowas in der Bibel, dass man an Pilgerfahrten teilnehmen muss, um Toten zu gedenken? Was steht denn in der Bibel über das Gedenken oder das Beten an Tote drin? Wer weiß denn das noch? Im Englischen gibt es da ja den schönen Ausdruck Necromancing für, den ihr wahrscheinlich auch kennt im Deutschen. Die Stadt Milton Keynes, jetzt wird's wirklich lustig hier. Die Stadt Milton Keynes, die sich selbst als Großbritanniens erste ökumenische Stadt hinstellt, ernannte am 1. Januar 1991 den ersten ökumenischen Synodalpräsidenten des Landes. Der Baptistenprediger Hugh Cross wurde ökumenischer Bischof in allem, bis auf den Titel. Die erste ökumenische Stadt, Milton Keynes, baute die erste ökumenische Kirche und nannte sie Christus der Eckstein. Ein 3 Millionen Pfund teurer, kuppelüberdachter Bau mit den Ausmaßen einer Kathedrale, das von ihrer Majestät der Königin am 13. März 1992 eingeweiht wurde. Zitat: Möge diese Kirche in Milton Keynes ein Unterpfand unserer gemeinsamen Verpflichtung, ein Wegweiser in unsere in zunehmendem Maße gemeinsame Zukunft und ein Leuchtfeuer der Hoffnung für die ganze Volksgemeinschaft sein, sagt der römisch-katholische Primas Cardinal Hume während des Einweihungsgottesdienstes. Und er fährt fort: Ein solches Vorhaben wäre früheren Generationen schlichtweg nie in den Sinn gekommen. Und es veranschaulicht somit, wie weit wir uns dem Werk der christlichen Einheit verschrieben haben. Ende Zitat. Cardinal Hume. Christliche Einheit. Lasst uns nur darüber sprechen, was uns verbindet, und lasst uns nicht darüber sprechen, was uns trennt. Nun, die Predigt, die hier gehalten wurde vor der Königin von einem Kardinal, war ein weiterer religiöser Meilenstein und wiederum ein Bruch des Throneides auf Seiten der Königin. Sie war vermutlich die erste Predigt eines römischen Katholiken vor einem regierenden Monarchen seit der protestantischen Reformation. Im Englischen steht es seit dem 17. Jahrhundert, also nach 1688, der glorreichen Revolution. Der Glaube, dass Christen nichts getrennt tun sollten, was sie gemeinsam tun können, hat römische Katholiken und Anglikaner veranlasst, ein gemeinsames Programm für musikalische Gestaltung durchzuführen. Also dieser Sinn, der kotzt mich so an. Der Glaube, dass Christen nichts getrennt tun sollten, was sie gemeinsam tun können, hat römische Katholiken und Anglikaner veranlasst, ein gemeinsames Programm durchzuführen. Römische Katholiken sind keine Christen. Hallo, da fängt es doch schon mal mit an. Dr. Runcie und Cardinal Hume traten in dieser neuen interkirchlichen Initiative gemeinsam als Schirmherren einer Gilde der Kirchenmusiker auf. Der neue Erzbischof George Carey ist noch einen Schritt weiter gegangen. Die neuartige Musik zu seiner Einsetzungsfeier im April 1991, beschrieben als, Zitat, gefällige Rhythmen und charismatischer Gesang mit Saxophon, Bassgitarre und Synthesizer, Ende Zitat, die einen landesweiten Streit über liturgische Maßstäbe auslöste, ist eine Komposition des katholischen Priesters Vater Ernest Sands, eines Mitglieds der St. Thomas Morus Gruppe, wie wir lesen können im Catholic Herald, 19. April 1991. St. Thomas Morus Gruppe, darüber hatten wir ja bereits in Kapitel 15 und 16 gesprochen. Semper Eadem oder eine neue ökumenische Anpassungsfähigkeit. Semper Eadem steht für unveränderlich, immer dasselbe. Credo der römisch-katholischen Kirche, muss ich das dann noch beisagen?
Auf Seite 190 fährt der Autor dann fort unter Semperiadem oder eine neue ökumenische Anpassungsfähigkeit. Angesichts solcher Zusammenarbeit, wie wir gerade eben besprochen haben, angesichts solcher Zusammenarbeit und gegenseitiger Verpflichtung, ne, nach dem Motto Verheiratungsabsicht durch Verlobung, ist es ganz lehrreich, einmal die Grundlage dieser neuen Gemeinsamkeit und ihrer hochtrabenden Pläne zur Evangelisierung der Welt zu untersuchen. Begeisterte Ökumeniker, Evangelisten, mögen sich der definitiven Aussage Kardinal Beas nicht bewusst sein, die er 1962 in Zürich machte. Ihr erinnert euch noch Kardinal Bea? Das war derjenige, der Alberto Rivera in die Verließe des Vatikan hat eindringen lassen, in die Archive des Vatikan, wodurch er später bekannt machte, dass der Vatikan der Gründer des Islam ist. Der Kardinal Bea vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil sagt hier in 1962 in Zürich das folgende, Zitat, die Kirche kann um der christlichen Einheit willen keine Zugeständnisse in Lehrfragen machen. Bang! Da mache ich doch mal eben gleich mal Stopp und einen Kommentar. Muss ich ja wohl, ne? Die Kirche kann um der christlichen Einheit willen keine Zugeständnisse in Lehrfragen machen. Ach nee! Aber verlangt es von allen anderen, verlangt es von den Protestanten, die zurück unter die Fittiche von Rom kommen müssen. Er sagt hier ganz deutlich, die Kirche kann um der christlichen Einheit willen keine Zugeständnisse in Lehrfragen machen. Also wenn irgendjemand Zugeständnisse macht, dann ist doch hier ganz deutlich, dass diese Zugeständnisse nur von den anderen kommen können und niemals von Rom. Aber wenn immer nur eine Seite nachgibt und die andere nicht nachgibt, wo ist denn das noch ein Kompromiss? Das ist kein Kompromiss, Jung, das ist eine Aufgabe. Das ist eine Kapitulation. Um es mal so auszusprechen, was es wirklich ist. Der Reformatismus kapituliert hier gegenüber der römisch-katholischen Kirche. Bea hat das 1962 gesagt. Leute, das ist 52 Jahre zurück heute. Ja, 54 Jahre in 2016. Die Kirche kann um der christlichen Einheit willen keine Zugeständnisse in Lehrfragen machen. Doch durch Erklärungen auf vielen anderen Gebieten sollte das bevorstehende Konzil, also Vatikan II, die Bemühungen um die Einheit erleichtern. Ende Zitat von Kardinal Bea. Ich meine, wie viel deutlicher muss ich das denn noch sagen? Es kommt hier aus dem Mund des Antichristen selber, eines seiner Sprecher. Der Papst ist der Antichrist, aber der Kardinal ist sein Sohn, ist auch nicht viel besser. Die Kirche kann um der christlichen Einheit willen keine Zugeständnisse in Lehrfragen machen. Boom, da habt ihr's. Rom verändert sich nicht, Rom gibt nicht klein bei. Ihr müsst klein beigeben, ihr müsst verändern, um akzeptiert zu werden im Königreich des Antichristen. Aber wo wollt ihr eigentlich akzeptiert werden? Im Königreich Christus oder im Königreich des Antichristen. Vermutlich waren mit diesen Erklärungen Dinge gemeint, wie die Ersetzung des Ausdrucks Ketzer durch getrennte Brüder, der neue Status der nicht-lateinischen Messe und die Zielsetzung einer Welt, die mehr christlich ist als nicht-christlich. Also langsam kommt mir hier wirklich die Galle hoch. Nicht nur, dass Ketzer ersetzt ist durch getrennte Brüder, sondern auch noch, dass sie sagen, der Status der nicht-lateinischen Messe, der Status der nicht-lateinischen Messe, was heißt denn das? Die Messe, die Eucharistie in der römisch-katholischen Kirche mag dann vielleicht nicht mehr in Latein gehalten werden, was sowieso kein Schwein versteht, sondern in der normalen Landessprache, das die normalen Leute schon verstehen. Aber das Prinzip der Eucharistie, das Prinzip der Messe ist immer noch dasselbe, egal in welcher Sprache es gehalten wird. Das erinnert mich doch wieder an diese kleine Aussage, die ich sagte in diesem Video vom Konflikt zur Gemeinschaft, wie ihr euch vielleicht erinnert. Wenn nicht, müsst ihr das Video mal anschauen. Ist ja auch nur ein paar Minuten groß, wo es um dieses römisch-katholische Papier zusammen mit den Reformatoren geht, von, dass wir die Geschichte halt, dass wir keine andere Geschichte erzählen. Aber dass wir die Geschichte anders erzählen, okay? Wir halten immer noch dieselbe Messe, wir halten die Messe in einer anderen Sprache, aber es ist immer noch dieselbe Messe.
Sie hat immer noch dieselbe Bedeutung. Es ist immer noch die Eucharistie. Es ist immer noch das Stück Brot und das Gläschen Wein verändert wird in den Leib, die Seele, das Blut, das Fleisch, die Menschlichkeit und die Göttlichkeit unseres Erlösers, Jesus Christus. Und dass der Pastor immer noch mit denselben Worten, hoc est corpus meum, Christus vom Himmel, zwischen Anführungsstrichen, herunterzaubert in dieses Brot und dass Christus in diesem Brot tatsächlich 100% körperlich anwesend ist. Das müsst ihr glauben. Ob euch das jetzt in Latein erzählt wird oder ob euch das in Deutsch, Englisch oder welcher Sprache auch immer erzählt wird, ist doch im Grunde egal. Es geht um die Substanz. Ja? Und das ist genau das, was hier eben auch steht. Es geht um den Status der nicht-lateinischen Messe. Es geht nicht darum, mit welcher Sprache sie gesprochen wird. Okay, Rom hat da etwas verändert. Rom hat gesagt, gut, wir halten die Messe nicht mehr in Latein, wir halten sie in Deutsch, wir halten sie in Englisch, wir halten sie in Französisch, wir halten sie in Spanisch, wir halten sie in Italienisch, wir halten sie in Japanisch, wir halten sie in Chinesisch, wir halten sie in Russisch. Aber was wir sagen, das verändert sich nicht. Wenn die römisch-katholische Kirche durch Erklärungen auf vielen anderen Gebieten die neue, groß angelegte Strategie der ökumenischen Einheit vorantreibt, rückt sie damit erheblich von der bisherigen Starrheit ihres Glaubens ab. Diese beispiellose Flexibilität in Fragen des Glaubens und der Praxis zeigt die Entschlossenheit des Vatikans, seine Strategie konsequent zu verfolgen. Und wir sehen dafür jetzt gleich ein Beispiel. Die Nachwuchssuche für den Priesterstand ist seit etlichen Jahren zum Problem geworden. Eine Ursache ist gewiss, dass in einer Welt mit so vielen Ablenkungen, und das ist gegenüber 1993 heute in 2016 ja nur noch gewachsen, und Versuchungen des Menschen, die sich ernsthaft für das Zölibat entscheiden, weitaus schwerer zu finden sind. Immer mehr Priester verlassen ihr Amt, um zu heiraten. Angesichts dieser Entwicklung hat der Vatikan, wie jemand es nannte, eine stille Revolution in Gang gesetzt. In Großbritannien und in den USA sind es hauptsächlich ehemalige Anglikaner, die mit päpstlicher Zustimmung zu Priestern geweiht wurden. Zitat: Pastorale Bestimmungen, Ende Zitat, wurden eingeführt, durch die sie in die Kirche eintreten konnten, und die Gültigkeit anglikanischer Ordnungen hat sich nicht als Hindernis erwiesen. Es gibt jetzt verheiratete Priester und Kuraten mit einem Seelsorgebezirk. Na gut, der Autor sagt, dass wir hier die praktischen Auswirkungen dieser Taktik, die gleichzeitig in beide Richtungen schaut, sehen. Janus, ne? Der Gott mit den zwei Gesichtern, ne? Der nach vorne und nach hinten schaut, nach rechts und links gleichzeitig. Ne? Wir sehen hier die praktischen Auswirkungen dieser Taktik. Ich kann dazu nur sagen, das ist vielleicht im Moment, scheint es eine kleine Beigabe der römisch-katholischen Kirche zu sein, dass sie sich vielleicht doch irgendwo verändert. Nein, 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 nein. Das ist nur ein Zeichen, dass die Leute da hineingelockt werden und dass man sogenannte Liberale im Augenblick in Kauf nimmt, um ein späteres anderes Ziel zu erreichen. Und Liberalen, wie wir wissen, sind die ersten, die verfolgt werden von der römisch-katholischen Kirche, wenn es hart auf hart kommt. Lest das Buch Behind the Dictators oder folgt meine Lesung davon, und das hat ja Hitler im Dritten Reich ganz ordentlich bewiesen. Hitler hat römische Katholiken verfolgt. Ja, hat er. Die liberal waren, die, mit der die Kirche doch nichts anfangen konnten, weil sie eben nicht extrem genug waren. Es gibt jetzt verheiratete Priester und Kuraten mit eigenem Seelsorgebezirk. Ja, die Frage ist, wie lange es das noch gibt. Und außerdem, auch zur weiblichen Ordination, Frauenordination, da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, dann sage ich das dann, dann muss ich ja jetzt nicht keinen Kommentar abgeben. Also gut, hier sehen wir die praktischen Auswirkungen dieser Taktik, die gleichzeitig in beide Richtungen schaut. Die amtliche Linie ist, dass der Papst nach wie vor streng an der Ehelosigkeit des geistlichen Standes festhält und dass verheiratete Priester nur in Ausnahmesituationen und mit individuellem Zugeständnis eingesetzt werden, welches keinerlei Bedeutung für die weitere Diskussion innerhalb der katholischen Kirche hat. Mit anderen Worten, es gibt
vielleicht 5, 6, 7, 10, 20, 30 verheiratete Priester innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Dadurch, dass die römisch-katholische Kirche sich geändert hat zur ökumenischen Bewegung hin. Aber es hat keinerlei Bedeutung für die weitere Diskussion innerhalb der katholischen Kirche. Das heißt, der grundsätzliche Standpunkt verändert sich nicht. Wie sagt man immer so schön, die Ausnahme bestätigt die Regel? In diesem Fall nicht. Da ist die Ausnahme, bleibt die Ausnahme. Eine weitere Antwort auf das anerkannte Problem schwindender Zahlen, also in der Priesterschaft, könnte für diese letzten Jahre vor der Jahrtausendwende in dem Jahrzehnt der Evangelisation und einer neuen postsynodalen apostolischen Ermahnung des Papstes gefunden werden. Mangel an Priestern bedeutet Geburt des Laienstandes. Und grünes Licht für den Laienstand waren zwei der Hauptthemen im Catholic Herald vom 3. Februar 1989. Im Herausgeberbeitrag wird die apostolische Ermahnung des Papstes Christi Fideles Laici, das heißt die Laien unter den Getreuen Christi, gelobt, weil sie, Zitat, wie nie zuvor den Geistlichen und den Laienstand in ihren Bemühungen eint, die Welt zu heiligen. Ende Zitat. Evangelisation 2000 bündelt die Begeisterung und Energie einer großen Anzahl entschiedener katholischer Laien und wird zweifellos dazu beitragen, das Problem zu lösen. Auf lange Sicht wird das gelöst werden. Und diejenigen, die sich für das Priesteramt entscheiden, können dann ja ihrer Sodomie frönen, ne? Naja, ich muss mich beeilen, dass ich hier ein bisschen durchkomme, sonst mache ich das noch länger als die englische Lesung. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Frauenordination lesen hier auf im zweiten Paragraphen auf Seite 191 weiterhin. Frauenordination in der römisch-katholischen Kirche. Ein interessantes Thema. Ohne Frage scheint die Entscheidung der Kirche von England-Synode vom November 1992 zugunsten weiblicher Priester ein unüberwindliches Hindernis für die Einheit der Anglikaner mit Rom zu sein. Ah ja? Die Kirche von England-Synode hat ein Problem damit, doch bei den rasch wechselnden Ansichten in der heutigen Welt, aha, könnte sich dieses Thema, das bereits jetzt das katholische Lager teilt, sehr wohl der neuen ökumenischen Flexibilität zum Opfer fallen, die sich aus dem Vatikanum II entwickelt hat. Als wie sicher wird sich seine Verankerung im kirchlichen Dogma erweisen? Die Toleranz, die in jüngster Zeit gegenüber dem Zölibat und der Priesterehe gezeigt wurde, weist den Weg für eine größere Veränderung in nicht allzu ferner Zukunft. In einer kleinen Fußnote geht der Autor hier ein: In den Vereinigten Staaten bekam eine wichtige Grundsatzverlautbarung zur Bestätigung der römisch-katholischen Politik in Frauenfragen nur die Zustimmung von 55,5% der katholischen Bischöfe und verfehlte damit weit die zur Annahme benötigte Zweidrittelmehrheit. Die Folge ist, dass die Frauenorganisation zum Thema einer fortgesetzten Debatte unter den US-amerikanischen Bischöfen wurde. Frauenordination würde eine zum Thema einer Debatte unter US-amerikanischen Bischöfen. Also, die debattieren, um zu sehen, was sie damit machen. Meine Meinung ist, dass das im Grunde sowieso egal ist, weil natürlich ist Frauenordination nicht biblisch. Aber wenn die römisch-katholische Kirche das zulässt, hallo, und jetzt passt gut auf, ist das nur ein weiterer Beweis dafür, dass die römisch-katholische Kirche ihre Wurzeln in Babylon hat. Semiramis war hohe Priesterin. Und es gibt viele Beispiele in der heidnischen Geschichte für weibliche hohe Priester. Ja? Das heißt, wenn Frauen ordiniert werden in der römisch-katholischen Kirche in der Zukunft irgendwann, dann ist das natürlich ein Abweichen von der Bibellehre, aber nur ein weiterer Beweis dafür, dass Babylon eben aus Rom kommt und somit im Grunde keine, zwischen Anführungsstrichen, Veränderung, keine Zugabe der römisch-katholischen Kirche an irgendwelche
anderen Denominationen. Rom wird sich damit nicht verändern. Es ist nur, dass Rom dann im Grunde mehr zu seinen Wurzeln zurückkehrt, als es das jetzt offiziell tut. Das muss man darin begreifen. Frauenordination ist heidnisch, ist nicht biblisch. Das heißt, wenn Rom dem zustimmt, dann gehen sie nur zu ihren heidnischen Wurzeln zurück und bestätigen im Grunde, dass sie eben nicht biblisch sind. Wie viele Beweise brauchen wir denn noch, dass Rom nicht biblisch ist? Naja, tatsächlich hat es in der katholischen Tradition Präzedenzfälle für weibliche Priester gegeben. Das stimmt. Die haben da kein Problem mit. Ist auch nicht biblisch, ne? Wo die Protestanten doch sagen, sola scriptura, wo steht denn in der Bibel drin, dass Frauen Priester sein können? Ah, 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 ah. Jesus ist der Herr des Mannes. Der Mann ist der Meister der Frau. Spirituell gesehen. Ja? Das ist kein Freibrief für Männer, um zu meinen, dass sie besser sind als Frauen. Aber Frauen haben sich den Männern eben im biblischen Sinne, in dem Sinne unterzuordnen, im spirituellen Sinne unterzuordnen. Aber der Mann muss auch gerecht sein, ne? Darf seine Frau nicht misshandeln, nicht schlagen und. Andere Sachen. Aber über dieses Thema will ich jetzt gar nicht weiter groß drauf eingehen. Das ist ja, die Bibel ist da ganz, ganz deutlich drin. Und Frauen haben in der Bibel halt als Priester nichts zu suchen. Von daher kein Problem, dass die römisch-katholische Kirche das irgendwann annimmt. Ist nur ein weiteres Beispiel, wie gesagt, dafür, dass sie eben heidnisch ist und nicht biblisch. Also, tatsächlich hat es in der katholischen Tradition Präzedenzfälle für weibliche Priester gegeben. Es hat sogar mal einen weiblichen Papst gegeben. Da spreche ich drüber in meiner Lesung von Babylon Mystery Religion. In vorreformatorischer Zeit waren die heilige Bridget von Kildare und Theodora von Smyrna Priesterinnen. Beide hatten sogar die Stellung einer Bischöfin und es gab einen weiblichen Papst. Such das mal. Das ist kein Witz. In Babylon Mystery Religion gehe ich da ziemlich tief drauf ein. Da habe ich jetzt hier keinen Bock drauf. Könnt ihr euch ja mal anschauen in den Videos, wenn ihr Englisch könnt. Cardinal O'Faig, der verstorbene Primas von Gesamtirland, stellte im Februar 1989 fest, dass er, Zitat, nicht überrascht sein werde, wenn in einer zukünftigen Entwicklungsstufe die römische Kirche weibliche Priester hätte. Ich muss gestehen, sagte er, dass, wenn Rom morgen entscheiden würde, Frauen zur Priesterschaft zuzulassen, mir das nicht die geringsten Schwierigkeiten bereiten würde. Ende Zitat von diesem lieben Kardinal. Aus dem Catholic Herald zitiert am 3. Februar 1989. Der Kardinal sagt, ich muss gestehen, dass wenn Rom morgen entscheiden würde, Frauen zur Priesterschaft zuzulassen, mir das nicht die geringsten Schwierigkeiten bereiten würde. Ne. Dann wären die Priester vielleicht ein paar weniger Sodomiten und würden sich mehr auf die Frauen stürzen in ihrer Kirche. Aber auf jeden Fall wäre das ein weiterer Beweis dafür, dass Rom eben babylonischen Ursprungs ist. Jedenfalls braucht die römisch-katholische Kirche mehr Priester. Viele anglikanische Traditionalisten organisieren sich jetzt, da sie das Gefecht gegen weibliche Priester in der Kirche von England verloren haben, unter dem Banner Preis des Gewissens, um den Kampf in anderer Weise fortzuführen. Eine große Zahl von ihnen, angeführt von dem ehemaligen Bischof von London, Graham Leonard, wollen in seinen Worten an Rom herantreten als Bittsteller ohne Vermessenheit und fragen, ob nicht irgendein Weg gefunden werden könne, unsere anglikanische Identität zu erhalten und gleichzeitig mit dem Stuhl des heiligen Petrus in Verbindung zu stehen. Muss ich das nochmal lesen? Eine große Zahl von ihnen, angeführt von dem ehemaligen Bischof von London, wollen in seinen Worten, Zitat, an Rom herantreten als Bittsteller. Bitte, 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 lass mich doch. Ohne Vermessenheit und fragen, ob nicht irgendein Weg gefunden werden könnte, unsere anglikanische Identität zu erhalten und gleichzeitig mit dem Stuhl des heiligen Petrus in Verbindung zu stehen. Bitte, bitte, bitte. Lass mich doch zu dir zurückkommen, aber nimm mir nicht meine ganze Identität. Bischof Lennarts Vorschlag wäre eine persönliche Prälatur,
Das ist ein besonderes Vorrecht, das es bisher nur Opus Dei gewährt wurde. Da gibt es also einen Präzedenzfall. Mit der besonderen Prälatur könnten wir also unser Gesicht doch zumindest noch ein wenig wahren. Während die Traditionalisten romwärts entschwinden, natürlich, weil sie sich an Traditionen halten, und damit kann man natürlich ganz leicht sich mit Rom verbinden, die ja auch sich nur auf Traditionen aufbauen, während die Traditionalisten romwärts entschwinden, werden die siegreichen Liberalen in der Kirche von England wahrscheinlich mit weiteren fortschrittlichen Gesetzesänderungen voranpreschen, indem sie Abtreibung, Sodomie und wahrscheinlich Ehebruch befürworten oder zumindest tolerieren. Der Autor schreibt hier natürlich nicht Sodomie, der Autor benutzt hier das heute politisch korrekte Wort Homosexualität, das werde ich nicht gebrauchen. Ich nenne es, wie es ist. Ich nenne ein Schwein. Oder wie man so schön sagt, call a spade Abtreibung, Sodomie und Ehebruch befürworten sie oder zumindest tolerieren sie es. Unterdessen sieht man die Kirche Roms im Schulterschluss mit den kompromissunwilligen Anglikanern ihre moralische Haltung mit dem neuen Katechismus von 1992 straffen. Die Kirche von England zerfällt, während Rom vor der Welt immer mehr als die eigentliche Kirche in diesem Land erscheint. Natürlich, weil die anglikanische Kirche immer mehr von ihren Dogmen, immer mehr von ihren Prinzipien aufgibt und damit natürlich ihr Gesicht verliert, damit natürlich ihren Charakter verliert. Und die Leute irgendwann einsehen, ja, eigentlich ist es ja im Grunde nur die Kirche von Rom, die hier überbleibt. Dann können wir eben auch gleich zu der Kirche hingehen. Wenn unsere Kirche sich so verformt und so anschließt, dann können wir auch gleich nach Rom gehen, oder nicht? Anstatt, dass die Leute sich besinnen und zurückgehen zu Sola Scriptura, zurück zur Bibel. Es gibt noch einen weiteren interessanten Kasus Knactus und der heißt die päpstliche Vorrangstellung. Die andere theologische Frage, die ein Hemmnis für die Wiedervereinigung der britischen Kirche zu sein scheint, ist die päpstliche Vorrangstellung. Bevor der Erzbischof von Canterbury, Robert Runcie, im September 1989 den Papst in Rom besuchte, soll er gesagt haben, Zitat, Anglikaner sind dabei, sich mit dem Denkmodell einer päpstlichen Überordnung anzufreunden, das als Entwurf für die Einheit mit den römischen Katholiken geeignet ist. Zitat. Dr. Runcies Aussage und sein Besuch ernteten eine zurückhaltende, teilweise feindselige Pressereaktion. Doch es wurde durch eine landesweite Debatte über Kirche, Krone und Verfassung entfacht, wie sie in dieser Form noch nie dagewesen ist. Einstige Tabus waren nun der öffentlichen Diskussion preisgegeben. Das Unverletzliche war nicht länger heilig. Wir stehen jetzt am Beginn eines Umerziehungsprozesses. Wir indoktrinieren jetzt auf andere Art und Weise, indem es nur noch darum geht, Unterschiede und Schwierigkeiten bei der Aussöhnung zwischen Lambeth und Rom, zwischen Protestanten und Katholiken, zwischen päpstlicher Vorrangstellung und Monarchie aus dem Weg zu räumen. Aus Unmöglichem wird Schwieriges. Und das Unvereinbare wird vereint. Der einschneidende Wandel im Denken der Menschen über Themen wie Sodomie, Ehebruch und Abtreibung, allesamt in der Bibel verboten, veranschaulicht das schwache Rückgrat der öffentlichen Meinung. Ein Monarch mit besonderem Hang zum römischen Katholizismus und eine zweckdienliche Regierung, die sich dem europäischen Föderalismus verschrieben hat, würden ohne Zweifel die verbliebenen Schwierigkeiten überwinden. Aus dem Leitartikel der Sunday Times vom 21. Januar 1990 geht hervor, dass laut Umfrage, durchgeführt 3 Monate nach der Aufregung über die päpstliche Vorrangstellung,
Nahezu die Hälfte der Briten der Meinung sind, man solle die Gesetze dahingehend ändern, dass künftig der König oder die Königin römisch-katholisch sein dürften. Hohohohoho. Also, aus dem Leitartikel der Sunday Times geht hervor, dass laut Umfrage, durchgeführt 3 Monate nach der Aufregung über die päpstliche Vorstellung, nahezu die Hälfte der Briten der Meinung sind, man solle die Gesetze dahingehend verändern, dass künftig König oder Königin römisch-katholisch sein dürften. Also, wer macht denn da die Umfrage? Habt ihr schon mal gehört von meiner ständigen Predigt über Intermirifica? Wer kontrolliert denn die Zeitungen, die Meinungsmache, die Propaganda? Wer fragt sich denn, ob da irgendeine Umfrage überhaupt gemacht wurde? Komischerweise, ich wurde noch nie befragt von solchen Sachen. Aber da steht dann immer, 50% der Bevölkerung sagen dies, 50% der Bevölkerung sagen das. Wurdet ihr schon mal befragt? Nee. Das sind dann sogenannte repräsentative Umfragen, wo man, was weiß ich, 2000 Leute befragt und das hochrechnet auf die Bevölkerung. Ja, wen befrage ich denn dann? Gehe ich mal zur römisch-katholischen Gemeinde und frage da mal Leute, kriege ich aber eine ganz andere Aussage, als wenn ich zu einer anderen Gemeinde gehe, die vielleicht ein bisschen mehr protestantisch ist oder die von Muslimen bewohnt wird oder was weiß ich. Ich mache doch diese Aussagen, diese Umfragen, die mache ich doch so passend, wie ich das will. Weil ich doch damit ein bestimmtes Ziel erreichen will. Und wenn ich die Presse in der Tasche habe, dann mache ich das doch, wie ich das will. Genauso agiert die römisch-katholische Kirche. Wer also noch so blöde ist, aus irgendeinem Leitartikel der Sunday Times irgendwelche Dinge ableiten zu können, weil sie da eine Umfrage gemacht haben und dann sozusagen die Hälfte, nahezu die Hälfte der Briten sagt von ja, ist in Ordnung, dass in Zukunft der König oder die Königin römisch-katholisch ist, das ist okay. Jemand, der das glaubt, weil er das in der Zeitung liest, der sollte sich wirklich mal sein Gehirn untersuchen lassen, ob er wirklich noch zwei, drei Gehirnzellen hat, die zusammenhängend denken können und die eigene Schlüsse ziehen können. Na, jedenfalls ein anderer Schlagzeilenartikel. Schlagzeile. Ich schlag euch das auf den Kopf. Ich schlag euch mit dieser Information, bis ihr es glaubt. Ein anderer Schlagzeilenartikel im Sunday Telegraph am 14. April 1991 enthüllte, dass Ignatius, der Ur-Ur-Ur-Uronkel von Prinzessin von Wales, ein Heiliger werden könnte, wenn durch solch kraftvolle Publicity die künftige Königin mit dem Papsttum verknüpft wird, dann schwächt dies gewiss den Widerstand gegen einen katholischen Souverän. Nun, die haben da ihre Agenda ein bisschen angepasst. Sie haben die Prinzessin von Wales umbringen lassen und haben stattdessen den Prinzen von Wales eine Katholikin heiraten lassen, die Bowles da, deren Vater ja ein hoher Oberst in der königlichen Garde war und der war katholisch. Und die Parker Bowles ist auch katholisch. Also sie haben auf die Art und Weise ihre katholische Näherung vollbracht. Und die Prinzessin von Wales halt die Diana damals abgeführt. Nach dem Motto, die war nicht mehr tragbar. Dann suchen wir uns halt eine andere. Und die Parker Bowles war auch katholisch. Nur mal eben am Rande erwähnt. Wir schließen das Kapitel ab. Das heißt, das Tempo der ökumenischen Entwicklung mit einem ganz schnellen Tempo, weil ich will jetzt auch nicht länger als die englische Lesung sein. Vatikanische Flexibilität und der Romanisierungsprozess. Ja, ich fürchte, ich muss hier so viele Kommentare reingeben, dass ich doch über die Stunde 4 Minuten der englischen Lesung hinausgehe. Ist ja auch wurscht. Hauptsache, ich habe meinen Spaß hier, das in Englisch vorzulesen, das in Deutsch, nicht in Englisch, das hier in Deutsch vorzulesen. Und nicht nur ich habe meinen Spaß, sondern ich mache euch ein paar Punkte auch deutlich, hoffe ich. Da geht es mir darum, dass wir endlich mal unsere Gehirnzellen brauchen zum eigenen Denken und dass wir sehen, was hier los ist. Dass Rom sich nicht verändert, sondern Rom immer nur Veränderungen von anderen fragt. Genauso wie ich das hier am Anfang des Kapitels vorgelesen habe aus Kardinal Beer. Der sagte, die Kirche kann um der christlichen Einheit willen keine Zugeständnisse in Lehrfragen machen. Deutlicher kann man es doch nicht sagen. Also vatikanische Flexibilität und der Romanisierungsprozess. Die neue vom Vatikanum II beeinflusste bewegliche Handlungsweise der katholischen Kirche, die wir in diesem Kapitel betrachtet haben und auch in dem ganzen Buch übrigens schon, ist auch in der Duldung anglikanischer Riten wie der Heiligen Kommunion bei abtrünnigen amerikanischen Episkopalgemeinden zum Ausdruck gekommen.
Ermutigt durch Roms entgegenkommende Haltung, schockiert und verletzt durch die Entscheidung der Kirche von England-Synode mit der Einführung weiblicher Priester und Bischöfe eine 2000-jährige Tradition umzustoßen, wechseln überall auf der Welt enttäuschte Anglikaner zum römischen Katholizismus über. Bang! Anstatt zu sagen, ich gehe zurück zur Bibel, gehen die Leute tatsächlich vom Anglizismus zur römisch-katholischen Kirche. Das heißt, die sind noch schneller als ihre Organisation, als ihre Kirche, der sie folgen. Die Basis läuft der Spitze weg. Aber leider laufen sie auf demselben Weg, zum selben Weg nach Rom. Solche Übertritte werden von der Haltung so mancher liberaler Kirchenmänner gewiss nicht gehindert. Richard Harris, der Bischof von Oxford, beschrieb den Wechsel eines örtlichen Priesters zur römisch-katholischen Kirche als, Zitat, nicht als Abtrünnigkeit, sondern als Chance, als Gelegenheit, um ein deutsches Wort zu gebrauchen, in einem anderen Zweig der Familie Gottes seinen Dienst zu tun. Ende Zitat. Church of England Newspaper, April 1989. Ein anglikanischer, ein orthodoxer, ein protestantischer Priester wechselt zur römisch-katholischen Kirche. Und Richard Harris, der Bischof von Oxford, beschrieb diesen Wechsel nicht als Abtrünnigkeit, sondern als Gelegenheit, in einem anderen Zweig der Familie Gottes seinen Dienst zu tun. Wie viele Zweige der Familie Gottes gibt es denn seines Erachtens? Und wie viele Zweige der Familie Gottes gibt es denn folgens der Bibel? Dies alles bringt die römische Kirche in eine sehr starke Position, und angesichts der so prächtig gedeihenden Ökumene auf lokaler Ebene kann sie es sich gut leisten, mit Weile zu eilen. Das beschleunigende Moment der ökumenischen Bewegung, oder wie evangelische Christen des 19. Jahrhunderts es nannten, das des Romanisierungsprozesses, das finde ich aber mal deutliche Aussprache. Romanisierungsprozess ist viel deutlicher als die ökumenische Bewegung oder die evangelikale Bewegung oder die charismatische Bewegung. Es geht darum zu romanisieren. Das beschleunigende Moment der ökumenischen Bewegung oder wie evangelische Christen des 19. Jahrhunderts es nannten, des Romanisierungsprozesses, schlägt sich in dem veränderten Vorgehen örtlicher Gemeinden nieder. Jetzt kommt echt was Interessantes. Die große Mehrheit der Church of England Gemeinden konzentriert ihren Gottesdienst auf die Eucharistie. Manchmal noch Heilige Kommunion genannt. Wie gesagt, da bin ich ja vorher schon drauf eingegangen. Gibt dem Kind einen anderen Namen, aber es bleibt dasselbe Kind, ne? Anstatt auf die Auslegung des Wortes Gottes. Das Aufbewahren des Sakraments ist weit verbreitet und auch seine Anbetung gehört in evangelischen Kirchen zunehmend zum Gewohnten. Zum Beispiel die Dorfkirche von Kelfont, St. Peter in Buckinghamshire, die in der Nachbarschaft nicht unbedingt als Hochkirche gilt, brachte am Eingang ein Hinweisschild mit folgender Aufforderung an. Hört gut zu. Zitat. Kommst du in diese Kirche? Dann denke daran, dass der Herr Jesus Christus hier ist. Er ist gegenwärtig und verdient unsere Anbetung in der Gestalt des Heiligen Sakraments, aufbewahrt für die Heilige Kommunion. Kniee nieder und bete ihn an. Ende Zitat. Das ist eine anglikanische Kirche, ja? Das ist eine sogenannte protestantische Kirche. Kommst du in diese Kirche, denk daran, dass der Herr Jesus Christus hier ist. Er ist gegenwärtig und verdient unsere Anbetung in Gestalt des Heiligen Sakraments, aufbewahrt für die Heilige Kommunion. Eucharistie. Knie nieder und bete die Monstranz an. Bete das Stück Brot an, in das wir Jesus Christus hier verwandeln. Kanzeln verschwinden, Altäre tauchen erneut auf, Kruzifixe werden wieder eingeführt, Beichtstühle und heilige Orte entstehen und immer mehr Geistliche lassen sich Priester und Vater nennen. Dabei steht in Matthäus 23, Vers 9,
Und ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden, denn nur einer ist euer Vater, und der ist im Himmel. Marienverehrung ist nicht länger auf die Hochkirche beschränkt. Wachsende Verehrung unserer lieben Frau in protestantischen Kirchen ist ein wichtiges Merkmal der ökumenischen Bewegung. Nicht weniger als 180 anglikanische Kirchen haben Schreine für unsere liebe Frau von Walsingham. Kathedralen wie die zu Carlisle, Chester und Chichester feiern unter dem Schutz der neuen anglikanischen Liturgien etwas, das man mit Recht als Messopfer deuten kann. Interkirchliche und interreligiöse Pilgerschaften werden in steigender Zahl organisiert, während ihre Anhänger nach ihren vorreformatorischen Wurzeln suchen. Die New Age-Bewegung bleibt da auch nicht außen vor und Glastonbury, ein Zentrum für okkulte und heidnische Veranstaltungen, zieht die wahrscheinlich größte Anzahl von Pilgern an. Im Jahr 1988 brachte die ökumenische Messe zur Feier des 1000. Todestages des anglikanischen Heiligen Dunstan unter der Leitung des Erzbischofs von Canterbury 14.000 Pilger nach Glastonbury. Wo ist denn sowas, bitteschön, biblisch? Pilgerschaften für Heilige. Die Heiligen der Bibel sind die Lebenden, weil es ist der Gott der Lebenden und nicht der Gott der Toten wie der Gott dieser Welt, Satan. Wie wir sahen, haben die Medien heute eine wichtige Rolle in dem Romanisierungsprozess der ökumenischen Bewegung. Ja, natürlich, die Medien haben eine wichtige Rolle im Romanisierungsprozess. Natürlich haben sie das, weil sie sind ja vom Rom kontrolliert. Hochrangige ökumenische Führer erscheinen regelmäßig in der Presse und im Fernsehen. So war beispielsweise im September 1988 Kardinal Warlock die Hauptperson in der BBC-Sendung Songs of Praise, die sich mit der ökumenischen Dimension der Walsingham-Pilgerschaften befasste. Er war es auch, der das Messopfer in der Kathedrale von Liverpool feierte, das vom Fernsehsender ITV in einer Sondersendung nach der Fußballkatastrophe von Hillsborough im Jahre 1989 landesweit ausgestrahlt wurde. Warlock und der anglikanische Bischof David Shepherd, in der Presse oft liebevoll Tweedledum and Tweedledee genannt, haben gemeinsam vermutlich mehr für die ökumenische Sache geleistet als irgendein anderer im Lande. Bischof Shepherd, ehemals englischer Cricket-Kapitän, und Erzbischof Warlock brechen die Bahn für ökumenische Bündnisse und haben gemeinsam ein Buch geschrieben mit dem Titel Better Together. Besser gemeinsam. Tweedledum and Tweedledee. Bischof Shepherds berühmter Vorgänger auf dem Stuhl von Liverpool, J.C. Ryle, der auch zitiert wird in meinem kleinen Protestvideo, der den Erfolg des Romanisierungsprozesses in diesem Land voraussah, natürlich, er kannte die Bibel, war nicht der Ansicht, dass es besser gemeinsam ginge. Für ihn, für J.C. Ryle, war seine Bischofstreue gegenüber den Glaubensartikeln unveräußerlich. Und das sollten Protestanten sich auch mal hinter die Ohren schreiben. Dass man der Bibel und der Bibel alleine, dem Schöpfergott, dem Gott von Abraham, Isaak und Jakob, dem Vater von Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, dem alleine gehört. Und nicht ständig anderen Religionen hinterherläuft. Das war Kapitel 17 mit dem Titel Das Tempo der ökumenischen Entwicklung aus dem Buch Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlien. Nächstes Mal geht es weiter mit Kapitel 18 auf Seite 197, Frieden und Evangelisation 2000, und wir kommen dann so langsam in die letzten vier Kapitel des Buches. Und ja, ich richte mich jetzt wirklich nicht mehr danach, ob ich jetzt im Englischen länger gelesen habe oder kürzer gelesen habe. Ich lese das Deutsche so, wie ich das Deutsche lesen möchte, und ich mache da meine Kommentare zu, wie ich das gerne machen möchte, und ich hoffe, das gefällt euch so auch. Ich finde es jedenfalls wichtig, das auf diese Art und Weise zu machen. Ich gebrauche halt das andere Video da, und beim nächsten Buch wird das anders, aber nichtsdestotrotz. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, auf diese verschiedenen Punkte zu weisen, auf die ich hier wirklich in diesem Kapitel weisen musste, das Tempo der ökumenischen Entwicklung. Und wie gesagt, also für mich bleibt hier am wichtigsten hängen, dass ich die Aussage von Kardinal Bea
hier ganz deutlich habe. Die Kirche kann um der christlichen Einheit willen keine Zugeständnisse in Lehrfragen machen. Das ist die Essenz dieser ganzen ökumenischen, dieser ganzen evangelikalen Bewegung. Man muss verstehen, Rom verändert sich für keinen Zentimeter, verlangt Veränderung immer nur von den anderen. Und solange die Veränderung von den anderen kommt, dann kommt auch das Zurückkehren unter die Fittiche von Rom. Und da geht es drum. Eine Weltreligion, unter einer Weltwirtschaft, unter einer Weltregierung. Und die Regierung und die Spiritualität, die geistliche Führung, gehören zusammen. Und deswegen steht der Papst an der Spitze dieser einen Welt. Und unsichtbar über dem Papst Satan. Und damit bekommt er genau das, was er schon immer wollte. Anbetung. Da geht es drum. Anbetung. Wen bete ich an? Und wer sich fragt, was das Zeichen ist, das man auf der Stirne oder auf der Hand trägt, der hat immer noch nicht verstanden, dass es immer nur um Anbetung geht. Ob das jetzt mit dem RFID-Chip gekoppelt wird oder was auch immer, ist sowas von wurscht. Es geht um Anbetung. Satan will angebetet werden als Gott. Und dafür verspricht er uns, dass wir alle Gott sind. Das war sein Versprechen im Garten Eden an Eva. Und sie hat es geglaubt. Aber Satan war selbst ein gefallener Engel, ein geschaffenes Wesen, selbst kein Gott. Und verspricht anderen, Gott werden zu können. Glaubt nicht dem Versprechen des Satans, der noch nichts Gutes für euch jemals getan hat. Glaubt dem Versprechen und den Taten des Schöpfergottes, der seinen eigenen Sohn geschickt hat, um für uns zu sterben. So sehr liebt er euch, so sehr liebt er uns alle, dass er seinen eigenen Sohn schickt, um für uns zu sterben. Alle Wege führen nach Rom. Nächstes Mal machen wir weiter mit Kapitel 18. Bis dahin, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und wünsche euch noch einen schönen Tag. Möge Gott euch behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den 13. Pius den 9. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel, ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Bannsprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte, ich sehe die Folter. Ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen. Ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Krieg, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System. Im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im
Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahin geschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normalgesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi Erden hinstellen. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.